Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein IdeaPad Flex. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr an die genaue Modellnummer rankommt. Aber zuallererst trennen wir das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, genau hier. Und ja, also mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Das ist ein Touch-Display. Dafür muss man aber eigentlich nur diese Schiene hier vorne lösen und kommt so an die Powerstripes ran, um das Display dann zu tauschen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt hier zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man dagegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da ist es so, die vorderen vier, die sind etwas kürzer als der Rest. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Das sind aber ganz normale Kreuzschrauben und ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da hat man alles, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und ja, dann nimmt man am besten als Aufsatz einen PH0. Und den kann man dann auch für alles im Gerät verwenden. Um die Unterseite dann zu lösen, nachdem alle Schrauben raus sind, ich zeige euch mal, wo die hier verläuft, die Verbindungslinie. Das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Auch hier an der Vorderseite. Und zum Öffnen benutze ich da jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ja, ich fange jetzt hier mal auf der Rückseite an und versuche da zwischen Gerät und Unterseite quasi eine Lücke zu schaffen, genau hier, und dann die Unterseite nach oben hin aufzuhebeln. Und da hört man das schon, das knackt und knirscht recht laut. Das ist allerdings völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und ja, je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, geht das manchmal leichter oder auch ein bisschen schwerer. Wenn es irgendwo gar nicht geht, dann kann man auch einfach versuchen, an einer anderen Stelle anzufangen. Also zum Beispiel auch hier auf der Seite könnte man das versuchen. Und dann arbeitet man sich, das ist eine Geduldssache, eben einfach einmal um das Gerät herum. Hier ging es jetzt echt sehr, sehr schnell und einfach. Aber auch auf der Vorderseite, das Prinzip ist immer das gleiche. Lücke schaffen und dann aufhebeln. Und irgendwann kommt einem die Unterseite quasi entgegen. Und dann kann man die einfach abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall erstmal sicher, dass wir den Akku vom Mainboard trennen, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier das Kabel zum Mainboard und das kann man in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Das hat hier oben auch so eine kleine Ausbuchtung und dann kann man das so quasi einfach nach hinten rausziehen. Und selbst wenn das mal nicht ganz rausgeht, solange der nicht richtig drin sitzt, ist man da auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass in dem Fall der RAM aufgelötet ist, vermutlich, ja, genau hier. Das heißt, den kann man nicht erweitern oder tauschen. Wir sehen hier die SSD. Dann hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink. Und hier drüben diese Platine für den Anknopf und auch die Verbindungen hier, die könnte man tatsächlich sogar auch einzeln tauschen, falls da mal was
kaputt geht. Wenn wir jetzt den Akku ausbauen wollen, dann müssen wir in dem Fall hier tatsächlich nur die Schrauben lösen, die hier drumherum laufen. Auch hier ist eine drunter, das ist jetzt hier einfach das Lenovo Garantie-Dingsbums. Das können wir jetzt hier aber einfach, ich mache das mal auf die rabiate Tour und guck mal, ja, genau. Die Schraube ist ein bisschen durchgedreht schon, da habe ich gedacht, ich probiere mal einen anderen Aufsatz. Ich werde mal einen größeren probieren, und zwar einen PH1. Einfach mal mit ein bisschen mehr Druck von oben. Oh ja, okay. So, genau, falls das mal irgendwie der Fall sein sollte, das ist ja schon eher die Ausnahme, dann versuchen, den größtmöglichen Aufsatz zu benutzen und dann einfach mit sehr, sehr viel Druck von oben das Ganze versuchen aufzudrehen. Und dann hat man das hoffentlich so auch gelöst. Ja, und den Akku kann man dann hier eben einfach aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls natürlich auch tauschen. So, eine CMOS-Batterie gibt es hier tatsächlich nicht. Und bei dem Touchpad ist es so, ja, das ist also, diese beiden Schrauben müsste man lösen und diese beiden, und da ist es jetzt halt dummerweise so, dass die Schraube hier genau unter dem Mainboard sitzt. Also sollte man wirklich mal das Touchpad tauschen müssen, dann kommt man nicht umhin, tatsächlich das Mainboard abzubauen, einfach nur, um an diese Schraube hier ranzukommen. Und ja, generell noch, falls man in irgendeiner Form mal was mit dieser Art Verbindung hier machen muss oder auch der und auch der vom Touchpad hier unten, die funktionieren alle in der gleichen Art. Das sind Kippschalter. Da kann man also nicht einfach das Kabel rausziehen. Die werden immer erst aufgeklappt. Genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und diese Linie hier ist auch super praktisch. Die gibt immer an, bis wie weit das Kabel wieder rein muss. Und das ist dann im Grunde genommen überall das Gleiche. In dem Fall geht es jetzt hier oben. Und auch hier sieht man eine schwarze Linie in dem Fall. Wenn man das zuklappt, ja, dann weiß man, dass das richtig drin sitzt. Die SSD zu tauschen ist zum Glück super einfach. Ich wechsle da jetzt auch mal schnell zurück zu einem PH0 als Aufsatz. Da muss man nämlich nur die eine Schraube am Ende der SSD hier lösen. Und dann kann man die so ganz leicht nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Und hebeln in dem Fall jetzt tatsächlich nur ganz, ganz sachte, weil eben hier jetzt ein Kühlstreifen drunter ist und da klebt die manchmal ein bisschen dran. Einfach nur nicht übertreiben, dass die hier nicht im Slot bricht. Und ja, beim Einbau, die geht prinzipiell nur in eine Richtung rein. So würde das nicht gehen. Und dann kommt die zurück in den Slot bis ganz zum Anschlag. Wird wieder hier unten über das Gewinde gelegt. Und ja, muss dann nur noch wieder verschraubt werden. Beim Lüfter ist es hier so, der lässt sich auch einzeln tauschen. Der wird von drei Schrauben gehalten. Und zwar ist diese Schraube hier, die kommt vom Akku. Also das heißt, den Akku sollte man hier auch einfach ausbauen. Man kann ihn natürlich hier auch irgendwie rausfummeln, aber dann hat man eh wenig Platz. Also auch wenn man denn nur den Lüfter tauschen will, würde ich empfehlen, den Akku einfach vorher komplett auszubauen. Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz. Und genau, dann müssen nach dem Akku diese zwei Schrauben hier raus. Und dann sehen wir hier noch das Lüfterkabel. Das geht hier zum Mainboard und wird in die Richtung rausgezogen. Und wir sehen auch hier über Heatsink und Lüfter sind noch so kleine Klebestreifen. Und ja, die sind meistens so fest draufgeklebt, dass es einfacher ist, die hier kurz zu trennen. Und dann kann man den Lüfter hier nach oben aus dem Gerät nehmen. Und bei dem Kabel ist es so, ja, man kann das zwar auch, wenn es nicht fest sitzt, am Kabelbund fassen, aber ich finde, die Anschlüsse sind hier so ein bisschen fragil. Ich versuche da eher am Stecker selber zu fassen und den nach hinten zu ziehen.
Und ja, schwuppdiwupp hat man den Lüfter in der Hand und kann den so auch sehr, sehr einfach tauschen. Wenn man schon mal dabei ist, kann man hier auch ein bisschen Staubentfernung betreiben. Und ja, beim Wiederverbinden oder Wiedereinbau auf jeden Fall. Ich würde immer erst das Kabel wiederverbinden. Und falls man sich da mal nicht sicher ist, man kann auf der einen Seite hier ganz gut die Kontakte sehen. Und die zeigen in dem Fall nach oben. Oft sind die aber auch hier markiert für die Oberseite. So, dann machen wir das zuerst wieder hier rein. Das ist auch wesentlich einfacher, wenn der Lüfter noch draußen ist. Und dann ja, wird er hier so ein kleines bisschen unten drunter geschoben. Sitzt aber hier einfach dann direkt schon wieder auf den Gewinden. Ja, dann muss man nur noch diese beiden Schrauben hier reindrehen. Und dann hat man das ratzfatz erledigt. Als nächstes bauen wir den Akku wieder ein. Und da ist es ja so, auch der, den müsste man ja hier eh wieder einbauen, auch für den Lüfter. Und der ist eigentlich super passgenau. Der hat auch zusätzlich noch kleine Hilfsöffnungen, zum Beispiel hier. Also neben der eigentlichen Schraube gibt es dann hier so kleine Führungshilfen, wo man den reinlegen kann. Allerdings ist das hier auch tatsächlich durch die Begrenzungen eh schon unmissverständlich, wie der reinkommt. Und dann auch der muss eigentlich nur noch wieder verschraubt werden. Die Schraube werde ich dann auf jeden Fall ersetzen. Und ja, am Ende natürlich ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, das Akkukabel wieder zu verbinden, dass das Gerät am Ende auch wieder Strom bekommt. Sonst muss man den ganzen Kladderadatsch nochmal aufmachen. Und ja, dann kann man im Grunde genommen auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt die fest nach unten zu. Da kann man auch überall fest drücken, auch in der Mitte. Überall Einraststellen. Und ja, ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät und schaue, dass hier keine Lücken mehr sind, dass da wirklich alles fest verschlossen ist. Und ja, alles wieder verschrauben. Und dann hat man das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.